Ja, herzlich willkommen bei Schwimmbad TV, dem ersten Schwimmbad-Channel hier auf YouTube. Wir sind heute hier in der Therme Bad Wörishofen, einem der Big Player hier in Bayern. Wir wollen über den Fachkräftemangel sprechen. Speziell spreche ich mit meinem Interviewpartner über die Zukunft, über die aktuellen Gründe und was sich verändern muss. Ja, liebe Freunde, mein Interviewpartner, der ist medizinischer Bademeister, der ist Masseur, staatlich geprüft, er ist Rettungssanitäter, ich muss gleich nachgucken, weil es ist eine riesen Liste, er ist Kneippbademeister, Saunabademeister, Aquafitness- und Pilates-Trainer, er ist Brandschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Fachkraft nach der UV-Schutzverordnung, er ist geprüfter Dozent und er ist im Prüfungsausschuss der Meister, außerdem der Teamleiter, zuständig für 50 Mitarbeiter hier im Bad. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Oliver Wodnik. Servus David, schön, Servus, dass du da bist. Das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Wir müssen darüber sprechen. Wie siehst du das? Das Thema Fachkräftemangel ist allerortens natürlich eins, so auch im Schwimmbad, und da muss man definitiv drüber sprechen, klar. Ja, was sind da so die Eckpunkte, die momentan markant in jedem Bad zu Buche schlagen? Wir fangen einfach mal an, wie das Bild ist von unserem Berufsbild in der Bevölkerung. Ja, wenn du hier nach Hause kommst und du wirst gefragt, was machst du denn beruflich, und du sagst, du bist Fachangestellter für Bäderbetriebe, ist erst einmal Stille. Das ist der Klassiker. Ja, deswegen, ja. Die meisten können sich nichts darunter vorstellen. Und wenn du Pech hast, kommt dann als nächstes gleich, Bademeister. Und das ist genau das, wo es schon mal losgeht. Das ist irgendwie eine Verniedlichung des Ganzen, die vollkommen unangebracht ist. Und da müssen wir irgendwo ran an das Thema. Sowohl wir Ausbilder, als auch die ausbildende Stelle, als auch natürlich jeder, der in dem Fachberuf ist. Ich denke, dass man jetzt die ganzen Ursachen und Gründe aus deiner Erfahrung raus in vier Kategorien packen kann. Zum einen die Wirtschaft, zum anderen das Unternehmen Schwimmbad. Dann haben wir natürlich das Personal, ein wichtiger Faktor. Und zu guter Letzt den Badegast am Ende. Diese vier Kategorien, die Wirtschaft, wie verändert sich die aus deiner Sicht heutzutage? Also die kommunalen Bäder kriegen ja eigentlich von vornherein gesagt, dass damit gerechnet wird, dass die defizitär arbeiten, mit roten Zahlen aus ihrer Saison rausgehen. Und also auf mich persönlich würde das jetzt schon mal nicht sonderlich motivierend wirken. Warum soll ich mich denn anstrengen, wenn jeder damit rechnet, dass sowieso das Ganze mit einem Minus rausgeht? Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Was natürlich auch dazu gehört, in Kommunen, wo es nur ein Hallenbad oder ein Freibad gibt, muss jedem klar sein, dass er die Hälfte vom Jahr irgendwo anders verbringt. Also raus ist aus seinem Job, Eisstadion macht oder Stadtgärtnerei oder was auch immer. Das ist jetzt auch nicht etwas, wo im fachlichen Bereich einem weiterhilft. Ja, ganz klar, momentan dieses Konjunkturhoch. Ja, es ist in der freien Wirtschaft momentan so viel Geld drin, man kann hier richtig verdienen im Vergleich zu dem öffentlichen Dienst, wo sich ja die meisten von uns befinden. Ein weiterer Punkt ist der Betrieb, also das Unternehmen Schwimmbad. Ja, wo sind da Gründe aus deiner Sicht? Wir verbringen im Betrieb, im kommunalen Betrieb, sehr viel Zeit mit Dingen, die für den Gast A selbstverständlich ist und B, für die er nicht bereit ist, großartig was dazu zu zahlen. Nämlich Wasseraufbereitung, die natürlich sehr kostenintensiv ist, aber als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Und auch das Thema Sauberkeit und Hygiene im Bad. Eine saubere Dusche, eine saubere Toilette, damit kann ich niemanden hinterm Ofen hervorlocken. Es gibt nirgendwo irgendwelche Ausschreibungen oder Werbungen, kommen Sie zu uns zum Baden, wir haben saubere Duschen oder unser Wasser ist sauber. Aber es ist sehr zeitaufwendig und sehr kostenintensiv, wie wir wissen. Ja, also auch der Betrieb, das Schwimmbad, das eigentlich immer eine Rechtfertigung für das Defizit braucht, ja, ein großer Faktor. Der dritte Punkt in dem Ganzen ist meines Erachtens eines der wichtigsten.
hier beginnt die Veränderung. Das ist der Punkt Personal. Es sollte mit am Anfang stehen bei jeder Bäderfachkraft. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wenn man sich die sozialen Medien anschaut, dass da sehr viel Frustration rauszuhören ist bei den Kollegen. Teilweise berechtigt, teilweise ja, etwas, was einfach so ist, wie es ist. Aber am Anfang muss auch das Hinterfragen von mir selber sein. Bevor ich sage, ja, alle anderen müssen was anders machen, muss ich natürlich auch schauen, was kann ich denn dazu beitragen? Was muss ich denn anders machen? Wo war ich vielleicht nicht genügend dahinter? Ja, wo hätte ich mich ein bisschen mehr auf die Hinterbeine stellen sollen, um etwas zu bekommen, was wichtig ist? Also es kommt mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Erstmal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen. Wir können was, ich habe was gelernt. Das setze ich um. Man braucht mir nicht zu erzählen, wie meine Anlage, wie mein Beruf funktioniert. Und so muss ich auch auftreten gegenüber den Entscheidungsträgern. Ja, ein Bäcker kann mir nicht sagen, wie ein Schwimmbad zu führen ist. Ich sage dem Bäcker ja auch nicht, wie er seine Semmeln backen soll. Ganz genau. Also wir haben auf der einen Seite Stagnation irgendwo. Ja, also viele, die dann einfach sagen, naja gut, dann ist es halt so. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Jugend, die jetzt kommt, die Ideen haben, die Konzepte haben, die motiviert sind, die wollen förmlich durchbrechen, jede Minute, und stehen immer diesem berühmten Spruch, du kennst ihn, Olli, wie heißt der Spruch? Es war schon immer so, machen wir nicht. Genau, ja. Weil es schon immer so war, ja, warum soll gerade ich? Ja. Und dann zu guter Letzt natürlich der Badegast. Auch hier findet Veränderung statt. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie wir schon gesagt haben, wir bewerben hier etwas, das für einen Gast selbstverständlich ist. Sauberes Wasser, saubere Anlage. Was will der Gast? Fragt keiner. Ja? Wenn man solche Fragen stellt, dann heißt es ja, wir brauchen vielleicht mal wieder ein bisschen neues Kinderspielzeug oder wir brauchen eine Hecke um den Kleinkinderbereich. Nicht unwichtig, sind gute Ideen, keine Frage. Aber was ist denn letzten Endes der Punkt, weswegen derjenige ins Schwimmbad geht? Und langfristig gesehen muss man doch auch damit rechnen, dass die Auszubildenden der Zukunft irgendwann einmal hier im Planschbecken rumgetobt sind. Ja, ja. Und wenn die da Spaß hatten und da irgendwo verhaftet sind, dann fällt der Weg dahin vielleicht ein bisschen leichter. Wenn man sieht, hier passieren tolle Dinge. Ja, jeder hat eine seiner Kindheitserinnerungen vom Schwimmbad, ist doch Ableben vom Seepferdchen oder vom silbernen oder vom bronzenen Abzeichen. Ja. Das sind also Sachen, die bleiben im Gedächtnis haften. Aber es sind natürlich auch Sachen mit dabei, die auftauchen, wo man sagt, hoppla, was passiert denn hier? Wie sehen die denn ihren Beruf? Ja? Also man sollte als Badmitarbeiter auch ständig im Klaren darüber sein, dass mich 2000 Gäste beobachten, auch wenn das jeder meint, dass es nicht so ist. Und so muss ich mich eben auch präsentieren. Da kann ich nicht metaphorisch gesehen die Füße auf den Tisch legen. Ja? Ich muss vor dem Gast ein gewisses Bild abgeben, dass er mich ernst nimmt. Wenn mich der Gast ernst nimmt, dann habe ich schon den ersten Punkt getan, der da weiterhilft. Ja, ja. Und der Kunde, der Kundenwunsch, das wird nie etwas sein, was immer so ist. Ja, dieses richtig. War schon immer so, passt ja nicht. Ja, richtig. Letzten Endes. Müssen wir uns beim Thema Fachkräftemangel nicht auch an der eigenen Nase packen? Wie stehst du dazu? Also ich finde, es gehört grundsätzlich dazu, dass man auch mal fragt, habe ich denn alles richtig gemacht? Jeder. Und das sollte auch der erste Punkt sein. Es gibt ein paar Strukturen, ein paar Dinge, da sind wir gefangen drin. Dagegen können wir nichts machen. Aber ja, als erstes packe ich mich mal an meine eigene Nase und schaue, was ich dazu beitragen kann. Aber einen ganz wichtigen Punkt hast du ja schon gesagt. Worin soll denn meine Motivation liegen, mich an meiner Nase zu packen, wenn es von vornherein heißt, das Schwimmbad arbeitet eh defizitär. Die Zahlen sind rot am Ende der Saison. Ja. Wo soll ich denn, ja gut, wenn es eh rot ist, wenn das von vornherein klar ist, warum soll ich denn dann irgendwas machen? Also Stichwort an der eigenen Nase packen, es hat viel mit Eigenmanagement zu tun, mit Motivation. Viele sagen immer zu mir, oh, das Defizit ist so groß. Und ich denke mir dann immer, wenn wir so tief im Minus sind, welches Potenzial haben wir, nach oben zu kommen? Ja, du kennst ja meine Aktion, der Bademeister 3.0. Auch du bist in meinen Augen ein Bademeister 3.0. Und ja. Bitteschön, wir kennen uns ja jetzt schon länger. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass dieser Beruf eines der attraktivsten in Deutschland ist. Das siehst du wahrscheinlich genauso. Bademeister, wir kommen alle irgendwo von David Hasselhoff her, oder? War es bei dir auch so?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, jetzt habe ich mich geoutet. Ja, du hast dich geoutet. Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt. Ja, ich stehe dazu. Ja. Es ist Fluch und Segen für die Branche gewesen, ja. Natürlich. Einerseits ist natürlich gut, auf diesen Beruf aufmerksam zu machen, wie sensibel der ist und dass es wirklich Lebensretter sind. Andererseits sind da auch ein paar Bilder entstanden, die nicht so der Realität entsprechen. Ja. Unser größtes Problem, was ist mit dem Ertrinkenden? Macht der Ertrinkende wirklich so wie in Baywatch und kommt er nach einer 10-sekündigen Reanimation wieder und der Bademeister, der ihn gerettet hat, und der Ertrinkende schwören sich ewige Liebe. Ein bisschen drauf rumhaken darf ich schon, aber du weißt, was ich meine. Es entsteht auch ein Bild, das teilweise eben nicht so ist. Aber es hat geholfen, definitiv. Ein wichtiger Aspekt, wir beide kennen ja die Auszubildenden aus ihren Lehrjahren, durch die Seminare, durch die überbetriebliche Ausbildung. Und eines, was mich sehr erschreckt hat, dass viele Azubis sich einfach nicht unterstützt fühlen. Ja? Die dürfen nicht in die Schwimmbadtechnik, ja, die werden nicht einbezogen, da hat der Ausbilder teilweise gar keine Zeit. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man nicht nur den Fokus auf der Ausbildung hat, sondern als Ausbilder den Fokus, einen Menschen in dieser wichtigen Entwicklungsphase da zu schulen, wo es ihm wirklich Wertschätzung gibt. Dass er auch dieses Standing hat, danach, nach 3 Jahren, sich vor 3000 Menschen durchsetzen zu können. Auch. Ja, ja, natürlich. Aber schau mal, David, warum ist es denn so, dass der Ausbilder keine Zeit hat? Ja, weil in einer maroden Anlage hier MacGyver-Qualitäten an den Tag legen muss, dass das Bad überhaupt öffnen kann. Und dann zahlen die Kunden für etwas, was für sie selbstverständlich ist, neben sauberes Wasser. Ja, wie soll diese Problematik von dieser Seite aus gelöst werden? Und wenn der dann keinen Nerv hat für einen jungen Menschen, der natürlich bei allem Respekt vor allen jungen Menschen auch ein paar Flausen im Kopf hat, also arbeiten, das weiß jeder, muss man erstmal lernen. Das ist ein bisschen was anderes als die Schule und da muss man ein bisschen unterstützt werden. Ja, das ist nicht nur Sache des Elternhauses, sondern auch des Ausbilders. Aber man muss ihm die Möglichkeit geben und man muss ihn nicht hier auf sein Bad loslassen und er kann mit Schrauben und Kabelbindern und Schellen und was auch immer ausrücken und schauen, dass er überhaupt aufmachen kann. Ja, und wenn er von dieser Last mal befreit werden würde, dann hätte er sicherlich auch die Muse, sich um einen jungen Menschen zu kümmern und den jungen Menschen in die richtige Richtung zu schieben. Ja, ihm sowohl eine Struktur zu geben, aber keine blinde Struktur, die nicht hinterfragt wird, denn das brauchen wir nicht. Jetzt seid ihr hier in Bayern einer der Big Player, ein attraktiver Arbeitgeber, der auch attraktive Bedingungen schafft. Ich denke, dass sich das Personal hier wohlfühlt, weil es auch die Chance hat, sich selbst zu verwirklichen, Punkt 1. Punkt 2, sich fortzubilden, weiterzumachen. Ja, man hat es eingangs an deiner Liste gesehen, ja, an deinem Haus, an deinem Boot. Ja. Das gibt, glaube ich, den Menschen hier sehr viel. Also wir bilden jetzt mittlerweile schon über 10 Jahre aus und das zeigt ja irgendwo, dass wir durchaus zufrieden sind mit den Ergebnissen, die wir hier erzielen mit unserer Ausbildung. Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir 3 Jahre lang die Möglichkeit haben, einen jungen Menschen zu formen, nach dem, was hier gebraucht wird, und wir da gar keinen Grund sehen, dass er uns nach den 3 Jahren, wenn er hier alles weiß und alles kann, uns wieder verlässt. Ja, also zunächst einmal fangen wir mal ganz einfach an. Wir sind hier, wie du schon sagst, ein relativ großer Betrieb am Ort. Uns ist bewusst, dass hier Familien leben am Ort, dass hier Kinder aufwachsen, dass diese Kinder irgendwann mal vor der Berufswahl stehen. Und da gehört es für uns selbstverständlich auch mit dazu, dass wir hier auch was anbieten, wo man hier eine Ausbildung machen kann. Richtig. Das gehört sich so. Ja, ganz einfache Sache. Olli, zu guter Letzt, deine Einschätzung. Wie wird sich die Branche in den nächsten Jahren verändern? Wenn sich die Branche am Kunden orientiert, sind da meiner Meinung nach 2 Punkte wichtig. Der erste Punkt ist der Erhalt der Arbeitskraft. Man muss seine Gesundheit pflegen und dazu bietet eine Anlage wie diese alles. Der zweite Punkt bei dieser Angelegenheit ist das Thema Urlaub. Es ist heutzutage nicht mehr damit getan, dass man einmal im Jahr 3 Wochen in Urlaub fährt, sondern man möchte immer so ein bisschen so einen kleinen Hauch von Urlaub spüren. Gerade, wir hatten es eben ja schon gesagt, das ist jetzt trist, das ist jetzt dunkel, man kommt im Dunkeln in die Arbeit, man geht im Dunkeln wieder nach Hause und da braucht man so ein bisschen die kleine Vorfreude auf den Sommer, dass das Gemüt wieder ein bisschen seinen Ausgleich findet. Und das sind durchaus Ansatzpunkte, die Bäder wie diese für die Zukunft haben und auch Ganzjahresbäder im Allgemeinen haben.
Also wir müssen diesen Urlaubscharakter immer mehr mit reinbringen. Finde ich auch eine gute Sache. Das hat Hand und Fuß. Ja, damit kann sich jeder identifizieren, auch wenn wir jetzt sehen, wie sich das Wetter verändert. Also der letzte Sommer war ja gigantisch. Für jedes Schwimmbad ein Traum, ja. Viele schimpfen, ja, viele Branchen gehen kaputt, aber wir blühen da richtig auf. Vielleicht ist das ja eine Chance für die Zukunft, auch im negativen Klimawandel. Ja, weil letzten Endes könnte man sagen, man muss jetzt mit den Karten spielen, mit dem Blatt spielen, das einem ausgeteilt wurde. Und der letzte Sommer war ein ziemlich gutes Blatt für uns. Zumindest für die normalen Bäder, die Naturbäder, denke ich mal, hatten jetzt nicht so lange was davon. Also auch für diejenigen, die gerne sagen, wozu braucht man denn sowas hier? Das verbraucht bloß Chemie und es wird Natur verbaut oder sowas. Ein Naturbad ist halt ein Naturbad und nach 3 Wochen bei dem Wetter im letzten Sommer ist das halt auch durch. Ja, da schlägt dann die Natur auch gnadenlos zu. Also wir haben durchaus unsere Daseinsberechtigung zu jeder Zeit. Olli, ich möchte mich bei dir heute ganz herzlich bedanken. Ich fand, das war ein wichtiger Schritt, dass wir das heute gemacht haben. Danke auch für die Einladung. Ja, ich werde jetzt natürlich auch noch hier bleiben und das Ganze genießen. Jetzt kommen die Leute. Es ist kurz vor 10 Uhr. Du musst wahrscheinlich auch noch ein paar Dinge erledigen. Jetzt beginnt der eigentliche Job, den der Badegast zieht. Ja, obwohl das Personal schon seit wie viel Uhr? Seit halb sieben hier alles vorbereitet, damit der Kunde das vorfindet, was er bezahlt. Ich freue mich weiterhin auf neue Beiträge in deinem Blog. Ich habe das Ganze im Fokus. Olli, danke dir und viel Erfolg für die Zukunft. Okay, David, wir sehen uns wieder, hoffentlich bald. Ja, liebe Freunde, der Fachkräftemangel ist jetzt da, aber wir müssen jetzt Veränderungen stattfinden lassen. Wir müssen uns öffnen, wir müssen gucken, dass wir in Zukunft diesen Beruf wieder zu dem machen, was er einst mal war. Ja, weg von diesem Klischee hin zu einem Bademeister 3.0. Ciao.